Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 2 Sweet Asia. Wir befinden uns hier am Bahnhof von Jaipur und man mag es kaum glauben, es ist gerade eben ein Zug nach New Taipei City losgefahren und es warten 76 Leute auf den nächsten Zug. Es passen aktuell nur in Anführungszeichen 52 rein, das heißt, wir werden da wahrscheinlich noch ein, zwei Waggons ranhängen. Allerdings, was wir auch noch machen werden, wir werden das Ganze zweigleisig bauen, sprich, wir werden vielleicht hier nochmal ein paar Umänderungen machen, heißt, wir werden auch die Brücke zweispurig verfahren. Das Ganze dann selbstverständlich auch bis hier hinten hin und dann geht es dann halt wieder so in ein Gleis rein und so weiter und so fort. Und was wir auch noch machen werden, wir werden, New Taipei City ist mittlerweile auch schon, weiß ich gar nicht, ist es mittlerweile die größte Stadt sogar schon? Ich weiß es, glaube ich, könnte sogar schon fast sein, kann das sein? Größe, New Taipei City. New Taipei City hat Chongqing überholt. Und wir werden das auch weiterhin so machen, indem wir jetzt auch in dieser Folge vom Wald zum Sägewerk eine Linie machen, vom Sägewerk zur Werkzeugfabrik und von der Werkzeugfabrik halt dementsprechend zu den ganzen zu den ganzen Leuten, die die ganzen Werkstätten brauchen. Bretter werden wir auch noch in der Zukunft gebrauchen. Das ist dann, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Dann werden wir das Ganze irgendwann hier mit Zug und so weiter alles noch machen. Erstmal gehen wir aber hier nur mit Fahrzeugen aus. Und da wir jetzt hier auch mehr oder weniger herausgefunden haben, wir sind, glaube ich, hier haben wir eine Liniennutzung von 106 Sekunden, von fast 2 Minuten. Ach genau, Moment, bevor wir das hier machen wir das so. Das heißt, wir können das von der Theorie, könnte man das auch erhöhen, aber wir werden das halt automatisch hier so machen, dass wir auf eine Minute, ach hier, genau, hier, dass wir auf eine Minute kommen ungefähr. Da ist jetzt halt die Frage, fangen wir erst damit an oder nicht? Gucken wir einfach erstmal. Reiseziele. Öffentlicher Verkehr 202. Sind das Leute, die das nutzen? Das kann natürlich sein. Güter, genau. Güter. Hier bräuchten wir dann einen Stop und hier bräuchten wir so ein paar Stops. Für das Gebiet. Überlastete Straßen. Kaum. Sprich, wir bräuchten hier eine Haltestelle und dann vielleicht zwei oder so. Wir setzen das Ganze aber auf alle Fälle erstmal in den Gang. So, wir brauchen eine. Wir fangen einfach an. Wir machen einfach eine große LKW-Station. Das ist jetzt die Frage. Okay, man kann auch die Länge ändern. Krass. Lassen wir es bei 10 Meter. Es reicht eigentlich nur eine Plattform. Wir werden hier wahrscheinlich auch ordentlich produzieren. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal direkt das lange Ding. Mit 30 Meter. Da passt ein bisschen mehr hin. Kann man ja immer noch erweitern, das ist gar kein Problem. Hier gehen wir dann auf 2, würde ich sagen. Eins für die eine Linie, das andere für die andere. Gut, oh Gott. Ah,
Haben wir das dort auch, dann brauchen wir das hier noch. Brauchen wir auch wieder zwei Stück. Einmal für die eine Route, einmal für die andere. Wobei, vielleicht brauchen wir so hier noch ein paar mehr. Egal, das kann man immer noch sehen. Zack. Und dann noch ein paar Entladestationen. Auch wieder so eine Sache. Ich verstehe nicht, warum die. Warum manche das nicht annehmen, obwohl die eigentlich in einer kompletten Range sind. Hier nehmen wir es alle an. Haben wir hier eine? Dann nehmen wir eine hier und eine für die anderen hier. Okay, hervorragend. Dann brauchen wir neue Linien. Das ist die Frage. Wie kann man das am besten bezeichnen, damit man nicht mit einem durcheinander kommt? Das sind normale Linien. Das jetzt sind hier Sonderlinien. Ich würde sagen, wir machen einfach in eckigen Klammern Güter dahin. GS für Güterstraße. Holz. Das sind Baumstämme, ne? Baumstämme, Holz. Holz. Holz New Taipei City. Oh Gott, Taipei City. Ich muss es langsam mal. Das produziert Baumstämme. Okay, dann ist es Baumstämme und nicht Holz. Baumstämme. Genau. Benennen wir es auch alles um wie diese ganzen Gebiete, wo die gerade stehen. Damit man sich das auch am besten merken kann. So, das Ganze hier. Und hier. Wunderbar, wir haben hier auch ein paar Dinger da. Wir kaufen hiervon jetzt 5 Stück. Und weisen allen Baumstämmen New Taipei City zu. Hier brauchen wir natürlich noch eine neue. Ach Gott, da wollte ich nicht hin. Hier sind zu viele verschiedene Knöpfe irgendwie. Dann vom Sägewerk nach dort, das ist GS. Machen wir das mal so. Planken? Bretter, genau. Bretter, New Taipei City. Und dann brauchen wir höchstwahrscheinlich 2 Linien. Einmal von hier nach hier. Ich brauche auch weniger, da brauchen wir wahrscheinlich mehr. Ach Mist. Was ist das? Werkzeug, ne? Werkzeug. New Taipei City 1. Und diese Linie wird dann, ups, Nummer 2 sein und die wird auch anders verlaufen. Dann geht das einmal hier hin, wieder zurück und dann dorthin, damit wir
alle dort benutzen. Werkzeug New Taipei City 2. Können wir das ja eigentlich auch mal umbenennen, wenn wir schon mal dabei sind. GS Treibstoff Raipur. Das ist natürlich noch verkehrt, aber das passt schon mal. So, Linien. Wir haben hier eine Frequenz von 85 Sekunden. Wir müssen es aber erstmal belassen dabei, weil das alles sich ja nochmal ändert. Hiervon brauchen wir jetzt wieder 5 Stück. Erhöhen können wir es ja immer noch. So ist es ja nicht. So, alle Fahrzeuge jetzt für Bretter. Dann kaufen wir nochmal 10 Stück einfach schon direkt. Und nehmen 1, 2, 3, 4, 5 für Werkzeuge New Taipei City 2. 1. Aber hier bräuchte man dann wahrscheinlich 5 weitere noch. Ich habe was Verkehrte genommen. Perfekt. Asiatisches Fuhrwerk passt doch. Hier passt das auch, okay. Ich bin verwirrt, warum ich es beim anderen nicht gemacht habe. Fahrzeuge kaufen, oder warum noch immer ich das auf einmal aus Versehen das Verkehrte gewählt habe. So, zack. Und die dann dorthin. Sind das noch die Holzdinger? Das sind noch die Baumstammdinger, okay. Beschleunigen wir das Ganze. Damit die mit dem ankommen und die Sachen dort transportieren können. Bin mal gespannt, was das so bringt. Warten wir auch erstmal ab, bis die hier so am Rumpendeln sind. 134 waren sowieso schon viel zu viel. Aber wir wollen ja sowieso die Frequenz haben. Mal gucken, auf was wir die dann einstellen. Wir können ja. Das ist halt die Frage. Ich würde ja schon fast sagen, wir gehen dann. Hier so rüber. Und ziehen dann die Strecke dementsprechend auf der anderen Seite entlang. Ja, und verändern das dann hier vorne auch nochmal. Wir können die Linien ja schon mal ziehen. So bis dahin, wo es halt geht. Das wird auch ordentlich in. Ordentlich ins Geld gehen, aber gut. Dadurch nehmen wir dann ordentlich auch viel mehr ein, weil wir halt noch mehr fahren können. Lastenderweise ist dann der Custom Tunnel, den ich jetzt hier gemacht habe, dann muss ich ihn auch zerstören. Aber egal. Vorne müssen wir sowieso ein bisschen was verändern. Oh. 60 km pro Stunde. Dann können jetzt diese Russo-Bolt-Dinger fahren. Das heißt, wir können die Züge auch schneller fahren lassen.
Gut, der eine halt um 5 Kilometer pro Stunde und der andere, wobei den können wir eigentlich belassen. Aber die anderen können wir dann mit den Russell Bolt-Dingern da besetzen. Ist jetzt die Frage, was macht am meisten Sinn? Ich würde ja schon fast sagen, es macht am meisten Sinn, das auf dieser Seite entlang fahren zu lassen. In der Hoffnung, dass das hier einwandfrei rübergeht. Ah. Wir sind auch noch nicht am Ende angelangt. Ich hoffe, das. Perfekt. Das sieht sich ja perfekt. 235.000. Das ist jetzt die Frage. Erweitern wir die? Erweitern den Bahnhof, würde ich sagen auch. Das macht schon Sinn. Wobei, wie erweitern wir den? Wir erweitern den nämlich nicht. Weil ich gerade nicht weiß, wie ich den erweitern sollte. So, dass wir machen einfach das bis hierhin auf zweigleisig und dann. Wir schließen das Ganze aber noch nicht an, weil wir halt noch im laufenden Verkehr sind. Das haben wir aber zumindest schon mal so bis dato geschafft. Ich wollte das gar nicht so schnell mehr weiterlaufen lassen. Das war jetzt mein Fehler. Ganz vergessen. Dann wollen wir mal schauen. Das gerade so ist 74 Sekunden, hat sich auch gebessert. Das ist bei der Dings bei gut 2 Minuten. Für die Bretter. Das sind noch die Troikas. Warum sind denn noch die Troikas? Das ist doch wieder Bullshit. Letzte gewählte Fahrzeuge damit. Muss ich nicht verstehen, oder? Warum ich das wieder machen muss? Da. Wir haben hier asiatisches Fuhrwerk. Zack, und dafür. Ja, die ersten Bretter sind schon da. Wie gesagt, das sind ungefähr 73 Sekunden. Das sollten wir auf alle Fälle nochmal verbessern. Ich meine, das ist natürlich, das ist halt nur so ein temporäres Ding. Das ist natürlich, macht natürlich wenig Sinn, das halt komplett durchzuziehen, so wie es ist. Aber gut. Wir haben hier 134 Sekunden, 117 Sekunden, 3 Minuten. 3 Minuten für die Bretter, das ist heftig. Boah, 2,5 Minuten. Was sagt denn die Discord-Nachricht? Fragen, die man nicht beantworten kann. Weil man das nie so macht. Das, genau. Wir brauchen, wenn wir schon mal dabei sind, brauchen wir hier auf alle Fälle ein Signal. Dann können wir ja auch nochmal ein paar Signale machen, weil New Taipei City ist halt schon so ein starkes Ding. Da brauchen wir. Hier ein Dingsens. Hier eins. Und vor der Weichung auch noch mal eins. Das passt dann. Dann brauchen wir. Weil deswegen können wir hier das sogar machen als Doppelweiche, jawohl. Dann
müssen wir die Linie nur noch mal ein bisschen verändern. Zuglinie. Das ist. Warum können wir die jetzt nicht so einfach verwalten? Linie verwalten. Nach Sun Yi möchte ich gerne, dass die über dieses Signal fahren. Achso, ja, keine Verbindung. Meint. Mein Fehler, pausieren. Ich wusste, ich wollte noch was machen. Die 78 gilt für diese Seite. Das kann uns ja wurscht sein. So, Linienverwaltung. Das ist jetzt doppelt. Genau wie das andere. Das ist auch doppelseitig. Genau so soll es sein. Wunderbar. Hiervon können wir eigentlich noch zwei Nikolas-Dinger da wegmachen. Fahrzeug verwalten. Verändern. Da reichen eigentlich so viele. Wunderbar, dann laufen wir jetzt mal weiterlaufen und besorgen uns einen zweiten Zug hierfür. Wobei, wenn wir schon mal dabei sind, wir müssen. Okay, nevermind. Wir machen das zuerst mal so, dann können wir einfach mal gucken, wie sich das so verhält. Wir nehmen natürlich die VIA Russian Class T-Type 1. Fügen die hinzu und der Wagen passt, da schafft halt mehr. Da passen 11 Leute rein. Okay, weniger Leute passen hier zwar rein, aber das ist ja halb so wild. Da hinten warten schon wieder 97. Die Frage ist halt, wie stark wirkt sich das bei uns hier aus? Wir haben prinzipiell gesehen, wir fahren ja sogar durch zwei Tunnel durch. Heißt, wir sind ja eigentlich im relativ im flachen Bereich, oder? Gucken wir uns mal einfach an. Die einzige Steigung, die wir halt haben, ist halt die Brücke. Die einzige wirkliche Steigung. Sind hier auf einer Höhe von 0 Meter und hier auf einer Höhe von ja gut, auf Brücken kann man das scheinbar nicht sehen. Ja gut, dann halt nicht. Kaufen. Gehen wir einfach mal auf 66er Kapazität. Und wir haben die Crushing Class B. Die schafft nur 50. Die kosten ein bisschen mehr, aber auch mehr im Unterhalt. Die wiegen weniger, die haben aber auch weniger Emissionen. Boah, aber da kommen wir halt schneller voran, ne? Das ist halt der Vorteil. Wir haben wie viele Waggons? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sollte halt passen. Ansonsten müssen wir den Verändern noch weiter dranhängen. Fahrzeug kaufen. Das war natürlich teuer. Dann weisen wir eine Linie New Taipei City zu. Und wenn er dazu angekommen ist, verwalten wir den und machen den ähnlich wie den anderen.
Können wir nochmal gucken, wie sich so die Waggons so aus, wie sich die Waggons aussehen. Das ist natürlich auch ein super Satz. Ist halt ein bisschen kleiner, ne? Die anderen waren schon ein bisschen nobler gefühlt. Aber gut, wir kommen hier mit Flotter voran, das steht schon mal fest. Ach, das ist auch nur der Zug, wie viel der Zug macht, ne? Das ist gar nicht die Linie. Die Linie kann auch viel mehr machen dadurch. Brauchen wir denn jetzt den anderen Zug? Da. Soll den auch gleich schön verwalten. Bearbeiten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der ist aber noch nicht da. Also wir warten noch. Die Produktion von Werkzeugen steigt, genau, fängt schon mal an. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die Folge jetzt ist. Ich habe nämlich gerade eben laufen lassen, während ich pausieren musste. Jetzt kann dann die Russian Class B. Das ist eine. Eine Allzweckwaffe so gesehen. Gut, die hatten wir jetzt Leistung, ne? Deutlich mehr Leistung zu Kraft. Gott, bis wir da sind. Mensch, das kann sich was noch ändern. Kann sein, dass wir jetzt auch gleich wieder eine neue Dings, eine neue Ration Class T Type 1 bekommen. Bloß nicht Leute verlieren. Wir wollen einfach nur die Kohle kassieren und dann direkt auf Ändern drücken. Haben wir es jetzt geändert? Perfekt. Und da kommen auch die 66 jetzt rein. Und damit warten auch nur noch 50. Und die müssen auch noch warten. Okay, wir brauchen noch ein paar mehr Waggons hinten dran wahrscheinlich. Wir können jetzt aber auch prinzipiell schneller fahren. Das ist natürlich auch wieder eine gute Sache. Wie sieht denn das mit der Produktion hier aus? Da kommt noch nichts an. Die ersten fahren wahrscheinlich gerade erst los. Ja, mit zwei Stück. Dann gucken wir mal, wie das denn jetzt hier aussieht. Siebzig Sekunden, 148. Sollte man dann auch noch mal ein bisschen erhöhen. Der Vorteil an der Variation, wie wir das jetzt so benennen, ist natürlich, wir sind jetzt für 70 Sekunden. Zwei Fahrzeuge vielleicht. Für die Baumstammlinie. Gehen wir runter auf 50. Wir wollen eigentlich mehr so auf 30 vielleicht, oder noch am besten noch weiter darunter. Dann gehen wir nochmal auf drei weitere dafür. Dann sind wir jetzt zumindest schon mal so bei 35, das wird sich auch nochmal verbessern. Die Bretterroute. Kommen da die ersten für Bretter, ja.
Eigentlich haben wir für die Bretterroute mehr gebraucht, also für die Treibstoffdinger, für die Dingens da Bummens da, ne? Jetzt bei 50 Sekunden, wir holen uns jetzt einfach mal 10 ganze Stück. Ist natürlich auch eine größere Strecke, deswegen brauchen wir auch ein paar mehr. So, zack, geben wir nochmal wieder ein bisschen mehr Kohle aus. Gar kein Problem. Das sind wir jetzt bei 50%. 50 Sekunden. Wird sich wahrscheinlich auch nochmal bessern. Gut, ich glaube, dass die Emissionsrate allerdings auch steigt. Na, die ist halt nur noch gut. Weil jetzt halt so viel hier durchgeprescht wird. Das ist halt das Ding, ne? Wir brauchen halt. Was mich interessiert. Eigentlich bräuchten wir. Cool wäre, wenn man die auch upgraden könnte, dass die halt auch. Straßenbahn, dass da reinpasst. Aber wir holen uns einfach mal, wie gesagt, ein Straßenbahn. Depot. Nebenan. Das ist einfach ein Grund, damit wir sehen. Wenn wieder was Neues freigeschaltet wurde, was das betrifft. Und weil wir wahrscheinlich New Taipei City auch als erstes damit ausstatten werden. Die Stadt ist halt einfach riesig, ne? Also ist halt so. Werden wir damit, da werden wir am ehesten dran kommen, dass wir die benutzen müssten, werden. Allerdings, okay, es geht ja sogar schon krass, Tatsache. Auch nur. Oh, St. Petersburg, geil. Wird zwar mehr in Omsk mehr Sinn machen. Haben wir noch eine weitere russische Stadt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Omsk war die einzige russische Stadt. Weil der einzige russische Stadtname, der generiert wurde. Gut, die Produktion. Es ist im existierenden Bereich. Transport schafft man nur 10%. Gut, wir kriegen auch nur 40 Stück weg, also obviously kriegen wir da nicht wirklich viel weg. Gut, der Transport von 5% ist natürlich auch miserabel. Die Emissionen werden schlechter, die werden auch erstmal weiterhin schlechter bleiben. Was sagt denn jetzt diese Linie? Ich weiß gar nicht, wie das vorher war mit Raipur und so weiter. 130 von 132, 7 Minuten. Und da sind wir weiter runtergegangen, da sind wir immer noch nicht wirklich stark dabei. Eventuell können wir auch für Chongqing und Raipur das nochmal ein bisschen ändern, dass wir da ein bisschen mehr reinbuttern, weil da natürlich auch schon langsam mehr Platz reinkommt. Raipur Sunyi und Chongqing Sunyi ist eher dann irrelevant, aber hier 538.000. Die Linie, die bringt es schon. Jetzt sind wir bestimmt voll, ne? Ne, nicht ganz. Wobei, wir sind voll. Der eine ist sollten halt nicht voll. Hier, wie viel warten hier? Gerade nur 2. Was sind an dieser Station jetzt? 7 und fucking 90. What? Warum wollen denn so viele? Warum nutzen denn die alle die? Das ist auch wieder sinnlos. Aber absolut sinnlos. Aber sowas von absolut sinnlos. So, ich würde ja fast sagen, dass der nächste Step schon fast
Der ist, dass wir hier noch eine schöne Linie durch den Wald machen nach Shenyang. Der Bahnhof wird. Oh Gott, wo kommt der Bahnhof hin? Wir müssen den Bahnhof früh setzen. Noch schon direkt großen Bahnhof, dann kommen wir nicht durch. Der Bahnhof muss dann hier hin. Ist auch echt eine geile Stadt, ne? Also, wenn man sich das hier nur anguckt, das ist auch schon nice. Müssen wir zwar noch ein paar Bäume hinpacken, damit es besser aussieht, aber Shenyang sieht auch nice aus. Um dann halt hier weiter Richtung Bangkok und Busan zu fahren. Wobei, vielleicht setzen wir dann halt auch einfach hier einen Bahnhof hin. Mitten in den Wald oder hier. Geht dann mit einer scharfen Kurve raus. Und mit einer noch. Mit einer scharfen Kurve raus und dann hier mit einer scharfen Kurve weiter nach Busan. Das wäre zumindest eine Idee. Dass wir dann demnächst nach. Oder in der nächsten Folge nach Sunyan gehen oder nach Fukuoka. Oder wir gehen halt weiter auf Güterverkehr, aber ich würde schon fast sagen, wir breiten erstmal unser Netz ein bisschen aus, dass wir auch ein paar längere Mitfahrten machen können, wo ein bisschen mehr erzählt werden kann, wofür das Format ja ursprünglich gedacht war und gedacht ist, besser gesagt. Da werden wir auch irgendwann nochmal zu kommen. Ja, und die Frequenz, die können wir jetzt ja hier auf der Zweisprungstrecke nochmal erhöhen, das ist ja gar kein Problem. Wie sieht es denn jetzt mittlerweile hier aus? 49, 106, nee, 100 und 125. Gut, die Produktion, die muss halt noch erhöht werden, was das betrifft, ne? Aber da kommen wir, glaube ich, auch gerade erst die Fahrzeuge hin, die ich gerade bestellt habe. Aber der Abtransport, der ist schon der. Oh, der Transport allgemein ist schon da, ne? Also. Der Transport. Ist das der Transport hin oder. Moment, der Versand müsste doch rausgehen. Und dann müsste der. Aber was ist denn da der Unterschied? Verstehe ich nicht. 100% Transport für New Taipei City. Und vom Sägewerk bekommen sie halt auch 100%. Prozent, die bekommen wir. Okay, das sind auch. Kommen jetzt hier erst die Fahrzeuge an für die Strecke und für die andere auch. Oder wie sehe ich das? Zumindest sieht man das gerade so danach aus. Okay, minus 10%, die Qualität für die Busstops. Warum ist das mit den Stationen so? Stationen. Überlastete Station. Warum sind die denn überlastet? Die sind doch gar nicht überlastet. Man kommt von überall hin, so, das ist von der Abgedecktheit ist es doch eigentlich gut. Emissionen sind halt dort stark und halt hier auch, weil halt viel Verkehr hier ist. Gut, für die Wohnhäuser ist natürlich Katastrophe, ne, aber wenn wir ehrlich sind, die Emissionen, die bekommen wir halt irgendwann auch später wieder weg, weil wir halt Moment, können Bäume die Emissionen verringern? Das würde mich jetzt ja mal interessieren. Ist das so? Können die das? Ist das so wie in City Skylines, wo es zum Teil auch Bäume gibt, die das können? Wie sieht es in New Taipei City aus? Okay, die ist eigentlich ganz gut. Wir warten jetzt auch wieder ein paar.
aber das Gefühl, wir müssen vielleicht. Nein, ich wollte keine Drum nehmen, ich wollte das nehmen. Vielleicht können wir einfach hier nochmal 5 für die zweite Linie nehmen. Weil die ja scheinbar gerade aktuell stärker benutzt wird. Die zweite. Warum auch immer. Von mehreren Fahrzeugen ist das auch schlecht. Das ist natürlich auch schlecht. Fahrzeugstatistik. Das ist schlecht. Da ist der Zugang und der Zustand sehr schlecht. Gehen wir am besten über den Linienmanager rüber, ne? Gucken wir mal hier. Fahrzeuge verwalten, Zustand. Und wählen wir diese aus. Troika. Warum sieht die denn so anders aus? Okay, das ist täuscht wahrscheinlich nur. Die ersetzen wir mit dem. Da ist der Zustand noch gut. Der ist auch gut. Da ist er sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Die sind alle sehr schlecht. Das ist natürlich umso belastender. Aber das Geld kommt rein, das ist sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Gucken wir nochmal hier. Zustand ist nur gut, gut. Mittelmäßig. Sehr gut, gut. Gut, gut, sehr gut, mittelmäßig. Okay, das heißt, wir sollten sie jetzt alle weg haben. Wir sind jetzt bald bei 2000 Cargo und beinahe bei 10.000 transportierten Passagieren. Das Geld kommt langsam auch wieder ordentlich rein. Was ist bei 1,5 Millionen? Krass. Wie sieht es denn hier aus? Die größte Stadt. Gut, das wird sich natürlich immer wieder ändern. Ist halt immer noch New Taipei City. Die Emissionen sind aber auch nicht mehr ganz so pralle. Wachstum ist prinzipiell gesehen. Oder der Wachstum war noch da. 99, ich will mich doch voll verarschen. Warum nutzen denn alle das andere? Das ist doch unnötig, das macht doch alles gar keinen Sinn. Packen wir mehr auf die Linie rauf. Was soll man sonst machen? So, wir sind jetzt hier bei 38, 47, 98, 120. Kommen auch immer ein paar mehr dazu. Ist ja schon mal super. Aber da ich ja eigentlich gerade die Folge schon am Beenden war, bis dann das andere aufgeploppt war, pausiere ich das Ganze. Bevor wir noch weitermachen. Und ich jetzt das Ganze ins Unermessliche ziehe. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich sogar wirklich bei 35 Minuten oder 40 Minuten und trotz der Pause. Genau, beim nächsten Mal mal schauen, was wir machen. Zweigleisig, Fragezeichen oder halt auf alle Fälle oder nach Shenyang oder nach, warum ist denn jetzt hier, nach Fukuoka. Ja, wenn ihr Ideen habt, was wir machen sollen, ob wir uns eher auf den Personenverkehr konzentrieren sollen, auf den Ausbau von wegen zweigleisig oder halt unsere neue Gegenden wagen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und mir ist gerade aufgefallen, ich sollte nicht so schnell reden, weil das Mikrofon das nicht gerne mal, aber gerne mal nicht alles mit aufnimmt. Oder ob er es, keine Ahnung, wer da Mucken macht. Genau, ja. Ne? In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut.